Dank Catena X haben wir zukünftig einen standardisierten Datenaustausch, der vom Rohstoff bis zum fertigen Zulieferteil und natürlich auch bis in unsere Fertigung, bis zum fertigen Endprodukt hineinreicht. Das brauchen wir bei BMW, einerseits um unsere Nachhaltigkeitsziele erfüllen zu können, andererseits aber auch um unsere Qualitätsziele zu erfüllen, gerade wenn wir auf Hochvoltspeicher und unsere allerhöchsten Anforderungen an deren Qualität schauen. Datensouveränität ist der Schlüssel zur Skalierung. Aber nicht nur das. Dadurch, dass wir in Catena X Datensouveränität in den Vordergrund stellen, gibt uns das allen zusammen das nötige Vertrauen für einen branchenübergreifenden Datenaustausch. Mit unserem Partner Drexlmeier konnten wir durch gemeinsame Anstrengung erreichen, dass wir heute schon Realdaten austauschen. Also wir werden den Use Case Traceability zusammen mit unserem Kunden BMW produktiv setzen im Laufe des Jahres für das Thema Modulfertigung im Segment Batterie. Das Thema Datensouveränität hat für uns eine ganz enorme Wichtigkeit, weil es natürlich darauf ankommt, mit wem und in welchem Umfang ich Daten und Informationen teilen möchte. Ein Vorteil in Zukunft wird sein, dass wir interne Ressourcen sowohl in der IT und auch im Fachbereich erheblich reduzieren können, weil wir eine einheitliche Schnittstelle haben. Durch eine digitale Vernetzung der Automobilindustrie wird es in Zukunft einfacher sein, Entscheidungen zu treffen und regulatorische Anforderungen gemeinsam zu lösen und zur Verfügung zu stellen.